Heute wieder mal eine Folge zu Gast am Grill bei Pablo und ich habe junge Newcomer YouTube Leute eingeladen, die sich natürlich an dem Pablo Push hier hochziehen wollen. Und zwar sind es die beiden Herrschaften hier. Hallöchen. Einmal den Phil und einmal den Seabase. Wie heißt nochmal euer Kanal auf YouTube? Bullshit TV. Bullshit TV. Ja. Kann vielleicht der ein oder andere von euch kennen so. Man weiß es nicht. Die haben gerade begonnen so vor wie vielen Jahren? Vor 7 Jahren? Ja, ungefähr. Also den Kanal gibt es schon 10 jetzt bald. Ja. Aber richtig angefangen Videos zu machen war so 2013. Okay. Und halt nach unserem Video so kommt halt der krasse Push. Ja, dann geht's hoffentlich richtig. Es wird Zeit. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Pablo Mafia hier. Pablo Mafia ist eine sehr starke Community. Sehr gut. Wirklich sehr supported, sehr stark auf jeden Fall. Um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, haben wir uns gedacht, machen wir so ein kleines Blitz-Quiz, wie wir schon mit Mindway gemacht haben. Okay. Mhm. Ich lese euch, also natürlich einzeln, ich lese euch zwei Antwortmöglichkeiten vor und ihr müsst dann schnell euch für einen entscheiden. Okay, okay, ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Ja. Okay. Ja, okay, wer zuerst? Fangen wir Phil an. Stehen. Feiern oder arbeiten? Arbeiten. Duschen oder Deo? Duschen. Dschungelcamp oder Big Brother? Big Brother. Titten oder Arsch? Arsch. Anal oder oral? Oral. Pazifismus oder Satanismus? Pazifismus. Sich Botox in die Lippen spritzen oder aus dem Haus nur noch im Rock verlassen? Okay, dann immer Rock. Dann mach ich das so zu meinem Markenzeichen. Also Mini-Rock wäre schon wieder uncool, aber so ein geil designter Styler-Rock. Irgendwann ist das bestimmt eh angesagt. Ja, das stimmt. Jeder Trend kommt. Ab nach Schottland. Let's go. Stimmt. Ja, das waren auf jeden Fall die Fragen für dich, Phil. Okay. Boah, die eine Frage war hart. Wir wollen nicht sagen, also welche, ne? Die mit dem Pazifismus. Jetzt kommen die Seabase-Fragen. Coca-Cola oder Pepsi? Coca-Cola. Phil oder Chris? Kann ich nicht beantworten. Das haben wir uns gedacht, aber du musst dich für eins entscheiden. Dann Phil. Koks oder Ecstasy? Natürlich keins von beiden, Koks. Aber... Okay, gut zu wissen. So ohne Sinn. Okay. Habt ihr was dabei? Nee, ne? Internet oder Sex? Sex. Zwei Damen im Arm oder zwei Arme im Darm? Zwei Damen im Arm. Shoutouts an MC Boogie. Angela Merkel oder Olivia Jones? Natürlich im Intim-Gedanke jetzt. Ne? Angela Merkel. Schon, ne? Lieber. Ey, da kann ich sagen, ich hatte die Kanzlerin. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Hast du recht. Sauna-Begegnung. Ex-Freundin mit dem neuen Lover oder die Eltern deines besten Freundes? Ex-Freundin mit dem neuen Lover. In der Sauna. Würde mich nicht jucken. Ehrlich nicht? Nee, hab ja nichts mehr mit denen ist zu tun. Ist ja nicht umsonst die Aber die Eltern meines besten Freundes, den laufe ich ja noch über den Weg. Ne? Ja, also das stimmt. Von daher. Ja, das war's auch schon. Okay. Kurz und knackig. Hab ich verstanden. Genau, auf jeden Fall. Also, beide hatten eine Frage, die. Aber sehr bunt gemischt auch thematisch, muss man sagen. Ja, natürlich. War das in der Sache. Alles ne? dabei. Ja. So, wir legen jetzt direkt los mit dem Kochen. Keine Zeit verlieren. Wir haben alle Hunger. Okay. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und wann? Genau jetzt. Wir machen Cordon Bleu aus Kalbsfleisch, wie es natürlich gehört, ne? Mit Lardo und Cheddar-Käse gefüllt und selbstgemachter Pommes mit Sour Cream. Okay, bist du Bescheid. Klingt gut, oder? Genau, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen Bullshit TV? Gibt keine spektakuläre Antwort zu, ne? Ist ziemlich langweilig. Habt ihr euch gedacht, so, ey, Jungs, pass auf, wir machen einfach Bullshit im Internet und nennen das einfach so? Oder wie war das? Ja, das wäre die naheliegendste Erklärung. Ja, ich glaube, also wir. Es war, glaube ich, so, dass wir sogar erst ein Video gemacht haben und dann einen Kanal brauchten. Ja. Und dann uns gar nichts. Du weißt ja, wie das ist. Du willst dann ein Konto erstellen. Genau. Man hat dann gar keinen Bock, da 1000 Sachen einzugeben. Ja. Und dann, ja, Namen, jetzt brauchen wir einen Namen. Wir wussten ja damals nicht, dass wir das irgendwann mal dauerhaft machen würden. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich mehr Gedanken. Ach, ihr habt das gemacht in der Tennisson auch einfach nur ja, so? Ja, weil hätten wir gewusst, dass wir das irgendwann mal so, dass es mal so groß werden würde, hätten wir einen ganz anderen Namen gewählt. Weil, ja, weil der Name, also bereute quasi den der Namen. Name, nein, bereuen wir nicht, aber der Name Bullshit TV ist ja in vielerlei Hinsicht auch gar nicht so geeignet, weil zum Beispiel bei Google auch, wenn du kennst das ja, wenn du jetzt Pablo eingibst, kommt irgendwann Pablo's Kitchen, ne, genau. Automatisch. Ja. Aber wenn du Bull eingibst, kommt nicht Bullshit, weil das ein Schimpfwort ist. Ja. Und Google ja ein amerikanisches Unternehmen ist, die zeigen natürlich keine Schimpfwörter an. Ja. Ah. So, und das heißt auch viele Firmen, die dann sagen, ja, mit Shit und so, das geht nicht. Also hätten wir das damals gewusst, hätten wir wahrscheinlich einen anderen Namen gewählt, aber ja,
Wir haben uns damals gar keine Gedanken gemacht. Das war wirklich einfach so spontan. Ja. Okay. Ja. Und so, ihr seid ja zu dritt, ne? Genau. Also Chris ist das hier nicht im Bund, der ist leider, wo ist der? In Mallorca, glaube ich. Der ist auf Mallorca, aber auch zum Arbeiten. Der, auch zum Arbeiten. Genau, der ist aber jetzt 5 Tage ist er unterwegs. Von wem kam die Idee eigentlich, das zu machen? Von euch. Also Sivas hat das erste Video gedreht. Alleine? Auf jeden Fall, ja. Ja, auch also Chris war dabei, aber ich war alleine vor der Kamera, Chris war aber dabei. Ja. Ich glaube, der Auslöser war so ein bisschen, ich glaube, da habe ich dir einmal so ein Video geschickt von Herr Tutorial, ne? Und dann kamst du auf die Idee, ein Video zu machen, wo du den parodierst. Ja, echt? Stimmt. Und das gibt's das noch Chris, irgendwo? Das hat er mit Chris zusammen gedreht. Inzwischen gibt es das nicht mehr, ey. Das ist echt richtig schlimm, wenn man sich das heute anguckt. Es war lange online, ich glaube, vor einem halben Jahr haben wir ein paar Videos offline genommen. Ja. Also wir haben das natürlich noch, aber es ist gerade nicht öffentlich. Ah, so. Aber das waren so die Anfänge. Die ersten Videos war Sivas alleine vor der Kamera. Okay. Ja. Habt ihr euch noch nicht getraut, so oder was? Ja, einmal das, vielleicht noch nicht getraut und auch noch nicht... Also es gab noch keinen Grund dazu, weil der Ursprung war halt wirklich eine Hair-Tutorial-Verarsche. Ja, genau. Und da war es nicht notwendig, dass jemand anders auch vor die Kamera kommt. Genau. Erst als wir dann gesagt haben, wen könnte man noch verarschen? Ach komm, lass mal Christoph Krachten parodieren. Okay, also habt ihr am Anfang mehr so auf Parodie und Leute verarschen. Ja, Parodie war so der Startschuss. Genau. Und dann kam nach und nach Chris und ich auch vor die Kamera. Also ich habe das Fleisch einigermaßen gut zertrennt jetzt. Mhm. Hüfte, wie meine Leute auch schon wissen. Hier ist eine fette Sehne in der Mitte. Mhm. Hüfte besteht aus 2 Teilen. Hier ist eine fette Sehne, habe ich jetzt zertrennt. Und hier werde ich jetzt die Stücke zurechtschneiden, die wir brauchen. Dann mache ich einmal. Hätte ich auch so gemacht. Natürlich! Ich hab das auch so gemacht. So mag ich das auch. Ich mach mal so. Diese fette Sehne in der Mitte, die nervt immer. Natürlich, die ist auch nicht genießbar, so ist auch schön zäh. Kocht ihr denn manchmal? Tatsächlich ja. Also seit ich mit meiner Freundin zusammen wohne, also davor gar nicht. Ja. Auch als ich alleine gewohnt habe, überhaupt nicht. Aber seit wir zu zweit wohnen und es sich eben auch ein bisschen mehr lohnt, sag ich mal, ne? Weil ich habe mir immer gedacht, ey komm, warum soll ich für mich alleine kochen? Gar keinen Bock. So, aber mittlerweile ganz gerne. Natürlich jetzt. Casual, ne? Jetzt auf ganz niedrigem Niveau. Ja. Aber ich mach's ganz gerne mittlerweile, ja. Und du? Nicht so oft, muss ich sagen. Ja. Also das Problem ist auch, man ist halt viel unterwegs. Das macht es immer schwierig, Kochen. Also klar, wenn man jetzt was Leichtes kocht, geht's, aber sonst ist Kochen ja auch relativ zeitaufwendig. Mhm. Und bei mir ist immer so, viel unterwegs, morgens ins Büro, dann muss es schnell gehen, dann isst man meistens irgendein Müll, was auch nicht so gut ist. Aber ich koch echt wenig. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal, also nicht das erste Mal, sondern einmal die 100.000 knackt habt, so wann das war? Wisst ihr das noch? Das war 2000, auf jeden Fall 2013. Ja. Wie lange wart ihr schon dabei zu dem Zeitpunkt? Ja, den Kanal gibt es seit März 2010, ne? Genau. Aber so am Anfang halt haben wir sehr wenig gemacht. Im ersten Jahr haben wir 3 Videos gemacht, im zweiten Jahr dann ein paar mehr. Ja. Aber so ein bisschen mehr gemacht haben wir so 2012. Okay. Und richtig angefangen, dann losgelegt war 2013. Ich glaube, das war dann echt so... März oder April 2013, irgendwie sowas. Mhm. Aber bist du der Meinung, dass das so schnell ging oder war das jetzt 1-2 Jahre, wo du sagst so, Das hat schon gedauert. Hat gedauert, dann, ne? Was dann schnell ging, war so der Sprung zu 200.000, 300.000. Also ab 100 ist schon schneller. Ja, also ich glaube in dem Jahr, wir sind die 100.000 geknackt und sind dann in den nächsten 5 Monaten auf 300.000. Also das war dann so ein richtiger Jump, glaube ich, ungefähr so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege da draußen, da gibt es immer Leute, die es besser wissen, aber so habe ich das ungefähr im Kopf. Ja. Okay. Ja, cool. So, ich habe jetzt die zurückgeschnitten. Yes. Die werden jetzt flach geklopft. Mhm. Und meine Leute wissen genau, wie ich das mache. Schön platt klopfen. Ja. So, jetzt wunderschön. Würzen wir das mal hier in der Mitte alles. So, und wie macht ihr YouTube? Habt ihr eigentlich vorher irgendwas gelernt, so ausbildungsmäßig, Studium, oder seid ihr direkt von 10. Klasse abkommen? Nee. Also wir haben schon alle was gelernt. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ja. Auch fertig gemacht. Also ich bin offiziell Diplom-Ökonom. Okay. Hatte dann auch erst einen normalen Job, die Jungs auch, Phil und Chris. Bei den Mediengestalter gelernt. Genau. Mediengestalter, okay. Ja, genau. Also habt ihr schon dieses Videoschneiden und so, habt ihr schon... Also nicht, dass wir waren beide mehr Schwerpunkt, war so digital und Print, so Design. Also Webseitendesign oder Logos und so. Ja. Aber ich meine, es hat trotzdem schon immer geholfen so ein bisschen. Ne? Ja, brauchst ja auch für YouTube, wenn man sich auskennt, Thumbnails ne? machen oder so ein Kram. Das stimmt, ja. Wann kam so der Punkt, an dem ihr entschieden habt, so ey, ich brauch die Scheiße nicht mehr, ich werde jetzt Internetstar? Ja, also wirklich, dass ihr dann eure Jobs gekündigt habt, das war ein bisschen später. Nee, doch, 2013. Juni, Mitte 2013. Ja, genau, da kam also, ich wieder aus Berlin. Ja, ich glaube, so Mitte 2013 haben wir uns das erste Mal mit unserer Firma, die haben wir 2012 schon gegründet,
Ja. Am Mitte 2013 haben wir uns das erste Mal mit der Firma dann Gehälter ausgezahlt. Stimmt, ja. Und dann von da an davon gelebt. Also schon so, dass es sich lohnte, davon ja, zu leben. Ja, damals war es jetzt so, dass man gerade über die Runden kam, ja, sag ich genau. mal. Ja. Aber so, dass man sagen konnte, wir können das jetzt probieren, nur noch das zu machen. Ja. Cool. Und bei wie vielen Abos war das, wo ihr da aufgehört habt? Weißt du das noch? Mitte 2013. Das war noch, das war, müsste dann so zwischen 200.000 und 300.000 ja, gewesen so sein. Sehen, ja. Ne? Ja. Okay, cool. Ja. Und jetzt seid ihr schon, ich sag mal, YouTube. Urgesteine, so wie man so sagen möchte. Klar. Wann fangt ihr an zu rappen? Ja, also rappen ist, wenn dann Chris überlassen. Ich glaube, wenn Phil und ich rappen würden, das, und das wird nicht gut ausgehen, den Menschen nee. Nicht. Aber es gibt doch so viele YouTuber, die groß sind, da fangen wir zu rappen, obwohl ja. die scheiße sind. Das ja, gut, es gibt halt YouTuber, die haben das Glück, eine Zielgruppe zu haben oder Fans zu haben, denen ziemlich egal ist, was sie machen eigentlich. Also das meine ich. Ist das bei euch nicht so? Nee. Also nee? Wenn wir jetzt, also wenn Phil und ich jetzt schon streng halt, ja. wenn wir rappen, wenn Phil und ich jetzt einen Song rausbringen würden, dann wäre das eine absolute Katastrophe. Nur Dislikes. Ja. Immer sogar also wenn wir Musik machen würden, müsste das schon gut sein. Und ja. von uns dreien der einzig musikalische ist Chris. Ja. Okay. Und das heißt, wenn, dann müsste er das muss er das übernehmen. So, dann klappen wir das so einmal hier zu. Ja. So, jawohl. Die Schnitzel müssen natürlich auch von außen gewürzt werden, ne? Das ist ja klar, logisch. Natürlich. So, und jetzt panieren. Hast du schon mal in deinem Leben paniert, Schnitzel? Habe ich schon mal gemacht, ja. Hast du schon gemacht, ne? Und deswegen kennst du auch wahrscheinlich die Reihenfolge, ne? Ich überlege gerade. Ja. Okay, also. Ja, erst Eier, oder? Nee, ich glaube erst Mehl, dann Eier, dann das. Das? Panieren wir, meinst du? Weil, wenn du erst Eier hast und dann zum Beispiel Mehl, wie soll dann das noch daran kleben? Krasser Typ. Hast du eine alte Folge von ist das Pablo's richtig? Kitchen? Hast du zufällig vor zwei Wochen eine Folge von mir gesehen? Nee, aber ich genau so ich habe das gerade schon die ganze Zeit überlegt. Das war schon fast wortgetreu. Das Pistazien-Schnitzel war das. Ne? Jawohl. Naja. Also richtig, genau so ist das richtig. Erst Mehl, dann Ei und dann Paniermehl. Okay. So, dann gehe ich mir jetzt auch mal kurz die Hände waschen und dann geht es direkt auch schon weiter. Pommes machen wir heute selber. Die werden jetzt zurechtgeschnitten. Einmal hier so halbieren und dann einfach hier so in Streifen. Genau. Ah, entspannt. Pommes sind fertig geschnitten. Am 12. Februar kommt eine Folge auf dem Kanal Busche TV raus, in der ich eine Gastrolle spiele. Jo. Die Herren, Wesentliche, für die Story sehr wichtig ist. Natürlich, also die ganze Folge baut darauf auf, dass ich halt da drin vorkomme, ne? Ist ja logisch. Ja, natürlich. Du kommst natürlich auch in deiner Rolle als Pablo bei uns vor und ja. Bringst was Leckeres zu essen mit, was ganz Besonderes zu essen mit. Bestimmt, genau. Muss man sagen, haben wir auch nach dem Dreh noch sehr genossen. Oh, ich würde sagen, es war auch überspeisen. Ja. Ich muss auch an der Stelle sagen, das war wirklich sehr gut, sehr das lecker. War wirklich, also, war richtig ja. gut. Also, wir kamen dahin, die Leute, die Jungs waren nett so und so, ja, und denken am Fange so, hey Pablo, was geht ab, hier hast du eine Line, hier hast du ein Glas, Whisky und sowas, so. Spaß. Da hinten sind die Frauen. Da hinten sind die Frauen. So, ich hole die Kartoffeln jetzt hier raus. Okay. Die sind jetzt alle vorfrittiert. Die sind jetzt vorfrittiert. Ich tue hier das Fett in die Pfanne, wo wir gleich die Schnitzel braten, damit das Fett schon mal Temperatur annehmen kann. Die Cordon Bleus ja. lege ich jetzt vorsichtig in die Pfanne rein. So, schön im Fett baden. So. Okay, das ist schon sehr nice. Oder? Ich tue währenddessen auch schon mal die Pommes hier in die Fritteuse rein. Zu den Pommes gibt es Sour Cream. Mhm. Dafür habe ich ein bisschen Schmand und ein bisschen Quark geholt. Schmand. Schmandig. So. Dann habe ich hier ein bisschen Schnittlauch. Rein da, dann ein bisschen Salz und den tasmanischen Pfeffer. Oh, den kenne ich noch. Ja, ne? Ah, Spoiler-Alarm. Oh, muss ein Piepton drüber. Ja, ein Piepton drüber. So, man sieht, der Tasmanische Pfeffer, der wird hier leicht violett jetzt, weißt du? Das ist sehr, 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 sehr gut. Guck mal hier, die Pommes aussehen, die sehen doch. Die können wir sich auch jetzt rausholen. Pommes fertig, Schnitzel fertig. Ich werde das hier jetzt zusammenrühren. So, Knoblauch.
eigentlich schon verraten, was euer Lieblingsgericht ist oder so? Also wirklich so ein richtig gutes Steak, da bin ich auf jeden Fall immer am Start. Schon. Aber ist halt nicht, was man jeden Tag essen kann. Nein, nein, überhaupt das nicht. Stimmt. Also das ist ja auch nicht, also was ich tatsächlich gesund, jeden also. Tag, glaube ich, essen könnte, ich weiß nicht, was von beiden eher, aber es ist halt so auch so ultra einfallslos, aber halt so Pizza und Pasta. So. Echt? Ja, ja, voll. Also, was ich zum Beispiel... Ja doch, ich hab Pizza was kann ich halt leider wirklich jeden, ich liebe was es was halt ich jeden Tag essen kann, ist einfach so Tortellini mit, einfach nur mit Butter und Parmesankäse. Ah, okay. Und Salz und Pfeffer. Ja, cool. Ja, genau, stimmt. Das also so klassisch, so nicht besonderes so. Bei Tortellini klassisch. Ist das Geile, die kochen ja nur 2 Minuten. Ja, ne? Ja, nur muss, da kommt immer aber so gut, auf. Die müssen ja gemacht werden, ne? Ja, ja, klar, aber ich mache die ja nicht selber. Okay. So, Nudeln, das, diese 10 Minuten sind mir meistens schon zu lang. Tortellini gehen so schnell und dieser Geschmack, so geriebener Parmesankäse, ne? Also in so kleinen ja. Scheiben. Schon geil, ja, stimmt. Mit Butter und Salz und Pfeffer, beste. Also Pasta geht eigentlich immer, ne? Das stimmt. Voll. Schon. So, wir können jetzt essen. Dafür muss ich auf jeden Fall erstmal hier die Pommes salzen. Alright. Und was sagt ihr zu unserem. Sieht schon sehr gut aus. Ja. Fangen wir die Beilage mal an. Okay, danach okay. Esse ich das Fleisch. Ich einfach hier rein dippen. Okay. Probieren. Die Pommes, guck mal, die sind in der Mitte richtig weich. Gut. Boah, übertrieben nice. Auch boah, ja, die Pommes sind wirklich schon eher beides. Ja, die Pommes sind krass. Die Sauerkraut. Richtig auch. Geil. Richtig gut auf jeden Fall. Probieren wir auch, damit wir was darüber reden. Mhm. Boah, sehr, sehr gut. Mir wird das allein schon reichen. Ja, nur, ne? Nur so eine Schale Pommes, Alter. Scheiß auf Schnitzel. Ein bisschen, ja, ohne Witz. So, hier Schnitzel. Schön. Guck mal, was hinten aussieht. Richtig gut. Der Lado ist, man sieht, komplett geschmolzen. Stimmt, man sieht gar nichts man mehr. Man sieht davon, gar nichts mehr von dem Lado. Mhm. Natürlich so bei knusprige Panade, Schnitzel ordentlich schneiden, geht nicht. Es ist logisch, dass das alles zerfällt. Ich schneide mal einfach ein paar Stücke. Mhm. Ich würde sagen, ich mache den Anfang. Alright, let's go. Damit ich sagen kann, ob ihr gleich was Leckeres habt oder nicht. Was denn das? Ich glaube, ich brauche einen kleineren. Ja, ihr könnt natürlich... Ich schneide mir das nochmal durch. Ja, genau, könnt eigentlich ihr gerne machen. Eigentlich kann man das auch gut mit der Hand essen. Eigentlich schon, ne? Was sagt der Meister? Schade vom Löffel. Schau, und? Ich mache mir auch nicht. Also ich muss sagen... Das ist Bombe. Sonst hättest du schon was anderes gesagt, oder? Mh. Das schmeckt richtig gut. Das Fleisch könnt ihr selber jetzt schön zart, weich. Ne? Ich verliere die halbe Panade. Ja. Darf natürlich nicht sein. Panade. Guck mal, ich liebe übertrieben knusprig. Mhm. Der Käse. Der Käse ist auch richtig gut. Ja, schon geil. Und das, was wir halt hier nicht haben, was normalerweise bei Cordon Bleu ist, mit Kochschinken wird das ja gemacht. Das haben wir hier nicht. Mhm. Wir haben diesen Lado und der, wie man sieht, hier ein bisschen siehst du noch, aber in der Regel hat er sich komplett aufgelöst. Ist ja pures Fett. Mhm. Und der ganze Geschmack ist jetzt im Fleisch drin. Das schmeckt man schon. Schmeckt man, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall anders als so voll intensiv ist. Anderes Cordon Bleu. Mhm. Das stimmt. Wir essen jetzt in Ruhe auf. Dann spielen wir noch ein kleines Spielchen, was genau. Wir vorbereitet haben. Und ja. Dann essen noch ein bisschen. Genau, auf jeden Fall aufessen. Wir kommen jetzt zu dem legendären Pablos Vegan Kitchen Spiel, was auch schon der Moneyboy gegen mich gespielt hat und verloren hat. Ja, okay, Moneyboy okay. War ja irgendwie, was hat er gesagt? Amateur, Bundesliga, Österreicher, Basketballer, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Und der kann schon ein bisschen ballen, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Hier haben wir die Bälle, okay, die wir jetzt okay. Da reinwerfen werden, so. Ich also wir haben nicht. Uns gerade auch vergewissert, das wird natürlich nicht weggeschmissen, auf ne? Gar keinen Fall. So, ich würde sagen, gehst du fang an. Okay. Das war auf jeden Fall ein Fail. Lass mich fliegen, nehmen wir gleich alles auf. Okay. Paprika, okay. Tomate, ah. Ja, aber vielleicht ist das auch so wie beim Federball, weißt du, dass das so aerodynamisch ja. Das war auf jeden Fall ganz nichts. Gut aus eigentlich. So, ich nehme auch eine Paprika. Oh, oh. Shit. Wird so lange geworfen, bis alles weg ist, Pablo? Oder? Ja, ich hoffe, dass bis dahin einer getroffen hat. Yes! Da oh. Haben wir den ersten Punkt. Da ist er! Da haben wir den. Oh oh. So. Nee. Schade. Du bist okay. Oh, da war fast drin. Ah! Eine Tomate kommt jetzt. Oh,
Alles klar. Oh oh. Jetzt bin ich natürlich im Rückstand. Ich muss jetzt das ablegen. Sieht nicht gut aus mit der Titelverteidigung. Ich nee, aber die Blätter. Money Boy war auch in Führung gewesen. Das stimmt, das stimmt. Mehrfach sogar, glaube ich. Oh! Scheiße! Naja. Okay, ihr werft jetzt alles so, das probiere ich dann auch mal. Okay. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh oh! Fehl unter Druck! Shit! Oh! Oh, okay, ich sehe mich schon. Bei der Straße. Oh! Noch ist nichts verloren! Oh, 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 oh! So, weiß nicht, die haben wohl nicht getroffen, ne? Das heißt, wenn ich treffe, gehe ich in Führung? Ja. Ja. Aber schaffst du nicht, wenn du zu viel. Oh! Doch, ich hätte auch. Hat mir jetzt zu viel gegeben. Oh! Führung! Yes! Nein! Okay, 3-3-1. 3-3-1. Jetzt sieht nicht schlecht aus. Jetzt hätte ich nichts mehr zu verlieren. Da ist er. Oh! 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 Ne? Easy. Oh! Bam! Okay, also. Wenn du den nicht triffst und ich gewinne. Oh! Ja, das heißt, schwächen jetzt? Wir können natürlich. Genau so. Da wir ja einen Gleichstand haben zwischen den beiden Siegern, also Phil muss auf jeden Fall den Zimt essen, 100%. Ja. Da kommt er nicht drum rum. Zwischen uns beiden gibt es einen Stechen jetzt. Mhm. Wir haben gerade beschlossen, wenn ich meinen Titel nicht verteidige, muss ich auch Zimt essen. Heißt das natürlich, dass wenn ich gewinne, dass du auch Zimt essen musst? Nee, das nicht. Also wollt ihr nur mich ficken jetzt, genau. Ne? Weil du ja schon viel mehr Übung hast. Es geht ja nur um, dass du hast ja selbst gesagt, es ist ja deine Ehre auch so ein bisschen, ne? Den Titel zu verteidigen. Aber genau. Ich werde gewinnen, er wird alleine Zimt essen. Wie viel machen wir jetzt noch wieder? Drei? Bis einer trifft, oder? Bis einer trifft und dann immer nachlegen. Okay, du hast gerade angefangen. War der drin? Natürlich ist er drin. Krass. Nein! Guck mal, der hat gefriert. Also, dein Bruder hat es in der Hand gehabt. Guck mal, jetzt von unten drauf. 4, 5. Da, ey. Man könnte sagen, er macht es absichtlich. Boah. Es wird einfach nicht besser. So nämlich. Ja, okay. Oh! Hey. Die 4, 5, 6, 7, 8. Der 8. Boah, aber so hätte ich es geschafft. Ja, 2 zu 1. Verdammt! Okay. Dann halt alleine. Sorry. Geht das sieht hier ja aus wie in Frankfurt, hinterm Bahnhof. Ja, genau. Schön das Braune. Boah, mega unangenehm. Schmeckt's nach Weihnachten? Mhm. Boah. Aber man geht auch klar, oder nicht? Anscheinend geht das voll klar. Ja. Hättest du ein bisschen mehr nehmen können. Das ist halt sau ekelhaft. Mega unangenehm. Alles so trocken wie Wüste, Alter, im Mund. Ja. Boah. Ich versuche mich voll zusammenzureißen gerade, nicht zu husten. Das ist so Sand im Hals, Alter. Coole Runde auf jeden Fall. Ich habe meinen Titel verteidigt. Wir sehen uns auf der Couch wieder. Essen war, wie schon erwähnt, super lecker. Weiß nicht, wie könnte man mal sagen? Sehr, sehr gut. Mega, ja, war sehr, sehr wirklich nice. Gut. Man kann auf jeden Fall dafür Geld bezahlen. Wäre natürlich viel, ne? Aber ist wert. Also, habt ihr was für euch mitgenommen? So habt ihr vielleicht jetzt gedacht, so ey, Cordon Bleu mit Lado, geil, Pablo, mach auf ich morgen zu Hause nach. Den Tipp kann man sich auf jeden Fall merken und die Pommes haben wir Pommes? Mich, muss nochmal sagen, nämlich auch die haben euch geflasht, ne? Und die Sour Cream auch. Vor allem waren die halt, also beides oder alles insgesamt eigentlich mega easy, eigentlich. Die Sour, ich man weiß wie. Macht man Sour Cream standardmäßig noch mit Knoblauch? In der Regel schon, ja. In der Regel aber auch schon. So viel, weil ich fand jetzt hier war dieser Knoblauchgeschmack so richtig präsent. Ja. Ich mag Sour Cream echt gerne, aber so mit so einer starken Knoblauchnote habe ich die selten gegessen. Also ich werde jetzt Sour Cream auch immer so machen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich koche hier immer nicht nach, wie es sein soll, sondern so, wie ich es gerne lieber hätte, weißt du? Ja, ja. Und ich mag es halt ein bisschen deftiger so, deswegen habe ich ein bisschen mehr reingetan. Und ich habe anscheinend hier auch ne? Genau. Weil kochen finde ich, wenn du kochst, musst du das so machen, wie du es am liebsten hättest. Ja. Nicht, wie es sein soll. Ja, ja, deswegen. Nee, auf jeden Fall hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Ich habe meinen Titel verteidigt natürlich. Ich bin gespannt, wann jemand kommt, der den abnimmt. Jordan oder so, keine Ahnung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Ich bedanke mich nochmal bei jedem auf jeden Fall von euch. Danke für die Einladung. Danke dir. Und für das nächste Mal bringt ihr Christen mit, dann sind wir zu dritt, dann machen wir ein Steak oder sowas. Ne? Ja, und
auf jeden Fall Bullshit TV, Jungs, wenn ihr nicht habt, abonnieren, liken, kommentieren, alles mögliche. Und ich habe meine Aufgabe für meine Leute. Am 12. Februar kommt die Folge raus, wo ich eine Gastrolle spiele. Und zeigt bitte den Jungs, wie stark meine Community jetzt schon ist und kommentiert Hashtag Pablo Mafia, damit alle wissen, dass ihr von mir gekommen seid. Jawohl! Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ihr seid stabile Leute. Pablo Mafia ist willkommen unter unseren Videos. Also, schön dranbleiben, Pablo abonnieren, weiter supporten und wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss! Ey, warte, ich hab Mittelgruß gemacht. Ich mach einen schwarzen Ball. Oh, das war aus Versehen. Ich wollte so eigentlich machen.